So, kleiner Nachtrag. Es ist etwas besser geworden. Ich habe das jetzt nochmal mit einem Nagel die Kelche enger gebogen. Und hier gegen Wackeligkeit Heißkleber dran gemacht und um das beim Schwingen das Trägheitsmoment zu erhöhen. Jetzt sind die ganzen Mitten und Bässe, die man gehört hat, weg. Nur noch so ein bisschen Höhen beim Kratzen. Dann wollte ich noch mal sagen, hier die Heizungslampe. Warum ist das so eng gebaut? Der eine Anschluss ist zum gefühlten Zehntel Millimeter nur vom Wasserchassis entfernt und könnte da einen Kurzschluss machen. Und dann ist es interessant, was dies hier, dann gehen hier die Kabel rüber, sind das hier für rätselhafte Platinen, die nicht im Plan eingezeichnet sind. Und das ist jetzt der zweite 65er Reverb Deluxe, der hier gecheckt wird. Es fällt auf, dass der Netztrafo ziemlich warm wird, obwohl es nicht gerade der kleinste ist. Ja, okay.